Und damit begrüße ich euch hier endlich wieder zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Wir befinden uns jetzt immer noch in diesem Palast. Warte mal, von Kaiser Emhyr war Emrys. Genau, der nilfgaardische Kaiser. Und wir sind jetzt kurz vor der Audienz, wurden hier frisch rasiert von dem Barbier da hinten. Kann er uns noch eine andere Frisur verschaffen? Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Schade. So, wir müssen jetzt ein Kleidchen wählen. Elegantes Höflingswams. Aha. Das sieht am schicksten aus. Also die sehen alle ziemlich kacke aus. Wenn man ehrlich so sagen. Aber irgendwie... nehmen wir das. Oder? Ja. Alles nehmen. Können wir alles nehmen? Können wir... Mal gucken hier. Das. Oder das. Wir nehmen das. Nein. Das. Schüchchen. Ist alles die gleiche. Und ein Höschen. So. Bist du zufrieden? Werter Kämmerer. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ah, man kann es mal anziehen, würde ich sagen. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Boah. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Boah, dieses geschwollene Gelaber. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der und ein Klaps auf dem Hinterkopf. Warte mal, was hat er denn? rechtes Bein, linkes... Nee, linke Hand war rechte Hand auf die Brust. War das so? Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Arschgeige. Komme er mit mir. Ich bin ganz ehrlich, dieses... Oh, komm, so möge er mit mir kommen. Ja, dann bewege ich dich der auch ein Herr bisschen schneller. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Okay. Klar, deutlich. Hab ich verstanden. Ich weiß Bescheid. Okay, oh. Die wilde Jagd im Bücher. Und ich möchte das jetzt aber tun. Zwergenschnaps. Verschlossen. Verflucht. Ich komme. Jetzt darf ich auch noch nicht mal laufen. Was ist das? Ingrimi eb art kerser, deit wenn adan in karn eb morvut, em hier war em reis. Verneigen. Nö. Ich bin ein wenig pissig. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien, namin wat gern wavort. So viele Monate an Folterszof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Ja,
Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cirilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Bitte jetzt einen Kuss? Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir. Richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Oh, ich mag ihn immer noch nicht. Beide nicht. Der eine ist schleimig und der andere ist ein Kotzbraun. Ich bin hochwohlgeborener Kaiser Emhyr Varys. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Wollte ich aber nicht. Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht? Die hätte ich gern. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Und es ist Nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Ingemar der Zweite, Prinz von Hallo. Elanda. Nest, Tedder, tu. Was um alles in der Welt machst du hier? Was macht die hier? Ich bin Gerber. Ich gucke mich ein wenig um. Unterschied macht. Ich verlange... Beruhige dich. Der Kaiser verlangt Ruhe. Wer stört, den erwarten harte Strafen, edle Abstammung oder nicht. Sei gegrüßt. Ein Hexer. Ah, du tötest mich auf den Weg. Du Tölpel! Ich Tölpel! So, ja. Ich will mich auch ein bisschen umgucken. Bist du an S.W.N. Novigrad? Oh, nee. An Nen. Ratslieden in Enet. Es tun SSAO an Nen Faer. Es ist Hit, auf Siede Epp, Jansa Nen Mat Tink, Nen Confortail, an Enf Pat Tet Ategane, En Kalant Nes A Evalue Saor, Epp Toussaint. Darf ich mal stören? Warum beteiligst du dich nicht lieber? Wir sprechen über Neutralität, wie schwierig sie zu bewahren ist. Ja, das stimmt, das ist schon... Das weiß ich auch recht gut. Würdest du erklären? Das ändert sich nie. Ich versuche, mich aus den Dingen rauszuhalten und dann kommt ein dringlicher Ruf und ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Genug davon. Können wir das Thema wechseln? Nur zu gern. Also, ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Mhm. Warum hat er dich hergerufen? Also, weißt noch nicht mal du es? Nein. Aber ich wette, es ist ein gewöhnlicher Hexervertrag. Ich soll ihm die Beine rasieren. Mhm. Ein paar Murmelmenschen. Na dann. Bis dann. Dass es mir nicht zu reden gibt. Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob ich den so schnell wiedersehen möchte. Komm, gib mal ein bisschen Hackengas hier, Schnuggi. Hui. Was haben wir denn hier? Darian wart gern. Was? War Kell. Ja. Ich benehme mich immer. Blümchen nehme ich auch mal.
entschuldigt den Psychiatrist. Wir bedürfen keiner Herren-Eskorte. Och, warum denn nicht? Wir bedürfen keiner Herren-Eskorte. Och, Mensch, warum nicht? Wir bedürfen keiner Herren-Eskorte. Ist der Herr nicht eilig, die Zauberin zu sehen? Lass mich doch hier erstmal ein paar Blümchen pflücken. Vielleicht möchte ich meiner Zauberin ja auch ein paar Blümchen schenken. Der Herr wird später noch Zeit für einen Spruch. Ja, dann bewege ich dich doch. Mensch. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ja, dann möge ich auch hoffen, dass ich das alles wieder kriege. Sonst gibt's hier ein bisschen Backenfutter. Wieder noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers. Genau, das sehe ich auch so. Nee, sehe ich nicht so. Kirche, Feuer, waren das nicht diese Vollpfosten aus dem anderen Teil? Die mag ich nicht. Wir nehmen erstmal alles mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In drei Ausfertigungen. Oh. Ein Vedimin. Direkt auf den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Da haben wir ganz schön viel zu lesen, würde ich sagen. Hallo, wer seid denn? Ihr. Kann ich mit dir reden? Vedimi, direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Kann ich nicht. Schade. Oh, dieses Rumgelaber ist ja... Jen! Mensch! Gerald, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Ciri finden, würde ich mal Verstehst sagen. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Geografie. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Schreib mich nicht an, ich bin sensibel. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Nicht? Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Ich glaube, das möchte im Endeffekt wirklich gar keiner, weil die wilde Jagd ist echt nicht so freundlich. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Hendrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold.
Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Treude. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Sehr wohl. Das kriegen wir hin. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Na dann. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht. Aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Vaatre. Das ist er, dort drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Oh, auch Yen natürlich. Ich werde auf dich warten. Ich werde dich holen kommen, Yennefer. Aber vorher werden wir Bücherregale ausräumen. Oh! Yen! Nimm mich! Was zur... Kommt hier an, alles ordentlich, verschwindet und Chaos ist hier. Was haben wir denn hier? Brief an Yennefer. Kann ich den jetzt... Wem ist denn der? Okay. Yennefer, meine liebe Freundin. Hab Dank für deinen Brief. Vergib mir, dass ich nicht auf deinen kürzlichen Versuch reagiert habe, mich per Megaskop zu erreichen. Ich versuche, meine magische Kommunikation auf das Allernötigste zu beschränken. Man weiß ja nie, wer zuhört, nicht wahr? Ich bin entzückt, dass du eine Position am Hofe unseres gnädigen Kaisers gefunden hast und wünsche dir viel Glück bei der Suche nach seiner Tochter. Es ist gut zu wissen, dass Emhirs Pläne für sie etwas, wie soll ich sagen, mondäner geworden sind. Vielleicht ist unter diesen Umständen doch eine Einigung hinsichtlich der Loge möglich. Um deine erste Frage zu beantworten, kann ich zweifelsfrei bestätigen, dass Ciri nirgendwo südlich der Yharuga aufgetaucht ist. Glaub mir, ihre magische Signatur würde ich im Schlaf erkennen. Ich habe lange nicht mit Triss gesprochen. Ich weiß nur, dass die Lage in Novigrad sich sehr verschlimmert hat. Sie erwähnte, dass sie überlege, nach Kovir zu fliehen. Da fürchte ich, dass die aktuellen politischen Umstände dies zu einem undurchführbaren Tagtraum machen. Ich hoffe, dass ich bald in Visima zu dir stoßen kann. Zunächst jedoch muss ich mich um einige unglückliche, doch dringliche Angelegenheit in Beauclair kümmern. Mit wärmsten Grüßen, Fringilla Vigo. PS, danke für die Neuigkeiten über Geralt. Er landet doch immer irgendwie auf den Füßen, nicht wahr? Okay, wer ist der Vigo? Fringilla? Ist das... Vielleicht aus einem vorherigen Teil? Alter, wir haben hier viele... Alter Verwalter. Das ist viel neues Gedöns. Alles. Ne, nicht die Kerze. Skellige Gambeson. Ach, wir haben ein neues... Oh, unverbessertes Bestienöl. Genau, mit dem sollten wir reden. Mit dem Botschafter Vaatre. Botschafter Vaatre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Mhm. In dem Chaos da drüben. Okay, dann fragen wir ihn noch mal ein bisschen aus. Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete.
Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwin und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwin an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwiner. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Was ist mit Kovir? Was ist mit Kovir? Kovir legt Wert auf seine Neutralität. Genug, um seine Armee und vor allem sein Geld keiner Seite zu leihen. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Okay, interessante Sache, wie das jetzt mit dem Krieg momentan aussieht. Ah, der böse Radovid hat also die Kettwiner angegriffen und sich zu einer großen Armee vereinigt. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Der blutige Baron, das hört sich jetzt nicht so verlockend an. Also klingt jetzt nicht nach jemandem, den ich unbedingt kennenlernen möchte. Aber wir schauen mal, was kommt. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Vysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Und die sind wer? Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Purer Rassismus hier im Spiel. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Und wie geht es mit den Inseln weiter? Also Skellige, hier so. Das müsste eigentlich, glaube ich, Skellige sein. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts.
Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Ja, wer weiß. Wir schauen mal, wie sich das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Es gibt aber auch immer noch neue Könige. Aber erstmal genug des Palaverns hier. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Möge der Schläfer erwachen. Ist ja genauso. Oh, Entschuldigung. Oh. Oh. Aber jetzt sind wir schon mal ein bisschen schlau, was den ganzen Krieg angeht. Das heißt, im Endeffekt möchte ich jetzt meine Sachen wieder haben. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Genau. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Das sind der Monster. Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Als Monster schlechter riechen wir jetzt nach Zitronen und Nelken. Erstmal hier umziehen, also geht ja mal gar nicht. Das ist meins und das sind meine. Die und die kann ich damit einmal reparieren. Und die rüsten wir auch aus. Ey, wir müssen hier alles wieder ausrüsten, weil der Vogel uns das weggenommen hat. Bomben auch. Ja. Jetzt wir sehen haben wir noch. Schreib mir nicht so an! Ja, was ist schon von der Freiheit-Brigade gehört? Aha. Deinesgleichen. Hm? Gwind. Oh Gott. Ich versuche mich ja nochmal dran, oder? Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Wenn du wetten willst. Okay. Mhm. Okay. Ich will Karten spielen. Ich versuche mich einfach mal. Jetzt haben wir mal. Ne, ich glaube, ich habe das noch von damals ein wenig im Kopf. Wir haben ja eh nur die nördlichen Königreiche. Anzahl der Einheitenkarten. Ich habe. Ja, komm. Machen wir das so. Und starten wir das ganze Spiel mal. Eieiei, der Gegner beginnt. Der will ja mal. Egal, eine Karte, aber zieht dafür eine neue. Ach ja, genau. Da war ja was. Bitte was? Ich behalte die. Das sieht auch gut aus. Zwei Runden müssen gewonnen werden. Mhm. Da war doch irgendwie was mit. Was ist das? Machen wir mal das. Ja, was hat er jetzt gemacht? Können wir die gerne angucken. Schau dir drei zufällig gewählte Karten aus der Hand eines Gegners an. Boah, gibt's ja nicht. Das wird schon wieder. Ah, schade, das war nicht. Ich glaube, das ist. Ernsthaft. Und was macht der? Versteckt Alleinheit in der Reihe um plus 1, ist selbst ausgenommen. ja. Würde ich gern. Ach, das ist ein Belagerer. Kacke. Das hebe ich mir auf für den. Gehen wir mal auf den. Okay, jetzt ist er auf 10. Ach ja, durch sein Kackhorn. Frage ist, gehe ich das Risiko jetzt ein? Das gehe ich jetzt nicht ein. Mein Gegner hat die Runde gewonnen. Mhm. Leto. Alter. Na gut. Dann gehen wir noch mal ein bisschen in die
Ernsthaft? Was war das hier? Setzt die Stärken aller Belagerungskarten bei auf Spiel auf 0. Hebt alle Effekte auf. Ich muss auf jeden Fall jetzt über die kommen und er hat jetzt noch 6 Karten. Wenn ich jetzt passe, habe ich verloren. Das heißt, ich gehe auf den. Damit ich wenigstens jetzt gewonnen habe. Oh, jetzt habe ich auch nur 3 Monsterkarten. Monsterkarten war ich schon. 3. Was macht die denn? Lege die Karte neben eine Karte mit demselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Ja, habe ich leider nicht, aber ich lege sie trotzdem. Ich möchte gar nicht wissen, was der hier alles raus... Kannst du auch übertreiben. Ich glaube, die Runde... Nein, ist nicht so für mich, wa? Ja, die würde ich gerne spielen. Tribuchet. Wow, Sonne. Mhm. Bin am Zug. Und setze die. Habe verloren, weil. Moment, warte mal. Alter. Leute. Zack. Und ich habe verloren. Alter, der hat so fette Viecher. Na ja, komm. Das war's. Verloren. Jämmerlich niedergeschmettert. Ja, tut mir leid. Ja, wir müssen uns dann vielleicht, wenn wir Gwyn spielen möchten, auf jeden Fall ein gutes Deck dazu haben. Gesundheit. Können wir hier noch was abschnauben? Ne. Müssen wir uns auf jeden Fall ein besseres Deck aussuchen. Okay, ja. Sehr schön. Okay. Wir sind in der Königinburg Wysima. Da kommen wir her und da wollen wir hin. Und wählen. Wollen wir einen Weißkarten? Können wir ja im späteren Verlauf nochmal hin. Empfohlen Stufe 35. Holla die Waldfee. 10, 1, 5. Ich bin Stufe 3. Wir gucken erstmal einen Weißkarten, was hier noch so ein bisschen... Hier gibt es nämlich noch echt viel zu erkunden, ne? Die würde ich gern vorher einmal aufdecken. Zerstörte Brücke, Klage. Oh, wir gehen mal hier zur Wegkarte. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ganz genau, das ist das, was wir brauchen können. So, jetzt sind wir hier in der Webgabelung. Oh, die Musik ist schon so. Kann ich mir den ganzen Tag anhören, ne? Mach ich sogar teilweise auch. Ich würde mal sagen, wir warten jetzt hier, bleiben hier an der Weggabelung. Lassen das Wind durch unser Haar gleiten. Oh, und auch hier. Oh. Ernsthaft. Seriously. Das ist doch jetzt nicht hier näher. Ich wollte die Luft genießen. Mensch. Das war jetzt nicht so wie geplant. Dann bleiben wir halt hier. Weit weg von der Klippe. Ich würde mal sagen, wir gucken nochmal auf die Karte. In der nächsten Folge kümmern wir uns mal darum, klappern uns hier so ein bisschen die Fragezeichen ab. Und so mal ein bisschen so, ne? Hoch zu pushen. Hier, wir haben noch 16 nicht erkundete Orte, ein Banditenlager, 2 bewachte Schätze. Ein Ort der Macht haben wir auch noch und einen Schleifstein können wir auch noch finden. Ah, ist da oben wahrscheinlich. Ach, das sind ja die beiden. Mal sagen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Jetzt hatten wir ja ein bisschen Blabla, viel Blabla. Und gehen wir hier ein bisschen in die kleinen Nebenquests rein, um bevor wir uns dann aufmachen, nach Wieland zu reisen. Ja, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einfach einen Daumen da. Schaltet das nächste Mal ein, wenn wir wieder The Witcher 3 Wild Hunt spielen. Macht euch noch einen schönen Tag. Reingehauen. Auf Wiedersehen. Once we were many, now we are few. Hunters, killers of the world's filth.
Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her, of the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil.